Aus einem Kurzurlaub in Erfurt habe ich mir weiße Tagetes-Samen einfach abgezwackt und mitgenommen. Jetzt in diesem Jahr ausgesät und nun kommen sie langsam ins Beet. Diese Tagetes sind von mir ins Freiland ausgesät worden. Man sieht, die haben sich auch prächtig entwickelt und kriegen jetzt schon Knospen. Das heißt, auch die muss ich heute unbedingt raussetzen, vereinzeln. Dazu bereitgelegt habe ich mir meine Grabegabel. Unverzichtbar. Als nächstes hier den Grubber, heißt der, glaube ich. Damit lockere ich dann die Erde auf, wo die später rein sollen. Und den nehme ich immer zum Einpflanzen, da kann man so schöne kleine Löcher machen. Hier steht noch eine kleine Schale mit Wasser. Und da möchte ich nämlich jetzt gleich meine kleinen Pflänzchen einweichen, damit ich sie besser auseinander bekomme. So, ordentlich tief rein in die Erde. Vorsichtig hochheben. So, ein bisschen von der überschüssigen Erde befreien. Oh Mann, die teilen sich ja so schon alleine. Ich dachte, ich muss die erst einweichen. Natürlich sehr, sehr vorsichtig. Die haben schon so schöne Wurzeln gebildet. Ich schüttel das alles ganz vorsichtig ab. Und dann lassen die sich wunderbar auseinandernehmen. Dann packe ich mir hier die rein. Dann können die sich noch ein bisschen vollsaugen, bevor ich sie dann nachher gleich raus und umpflanze. Also raus sind sie ja schon, so ein Blödsinn, bevor ich sie dann umpflanze. Loslegen. So, die Erde einfach ein bisschen auflockern. Löchlein reingepiekt. Sich einen von den Klingeln rausgenommen. Und so gehe ich jetzt meinen Garten durch. Dann werden sie noch angegossen. Und bald habe ich hier eine richtig schöne gelbe Rabatte. Gar nicht so schwer. Also abgesehen davon, dass die Tagetes ja eine wirklich hübsche Blume ist, schützt sie auch noch unsere Gemüsepflanzen, wie zum Beispiel die Gurken oder Möhren, vor Nematoden. Das sind Fadenwürmer, die in der Erde leben und die wirklich richtig abtötet. Deswegen gehören sie bei mir jedenfalls unbedingt mit ins Gemüsebeet. Und deshalb macht es Sinn, seine Tagetes selbst zu ziehen. Das spart jede Menge Geld und macht auch noch Spaß. Und noch ein ganz kleiner Tipp zur Anzucht von Sellerie und Kohlrabi und Porree. Wenn die im Beet nicht so richtig schnell aufgehen wollen, dann einfach in so eine Plastiktüte, Frühstücksbeutel oder sowas tun, in Küchenpapier wickeln, feucht machen. Jetzt fliegt gerade die Tüte davon. feucht machen und dann kommen die richtig gut. Die nehme ich mir dann ganz vorsichtig, die kleinen Teilchen. Und setze sie, so wie sie sind, dann in die schön feuchte, nasse Erde. Schön vorsichtig, sind ja wirklich sehr klein und zerbrechlich. Na, die ist ja schon richtig verzweigt. Zwei Stück. Kriege ich die noch voneinander getrennt? Ja. Und sobald die jetzt ein bisschen größer geworden sind, werden sie vereinzelt und kommen ins Beet.